gucken wir mal, wie wir das jetzt weiterbauen. Oder wie hoch wir das Ganze dann bauen. Weil, müssen wir natürlich auch wissen, wie hoch wir das bauen. Das ist nämlich immer so mein Problem, dass ich nie weiß, wann ich irgendwie aufhören soll. Weil, ja, sieht natürlich immer noch gut aus, wenn es höher ist. Aber irgendwann ist halt auch mal Ende jetzt hier und so. Ende-Indikatoren. So. Jetzt den hier und dann machen wir hier was dran und da was dran, damit das schon mal nach einer Ecke aussieht. Und dann machen wir hier noch eine Ecke. Nee, doch, so ist richtig. So irgendwie. Ja, passt. Zack und zack. Und dann vielleicht hier noch ein bisschen verbinden. Dann wissen wir wenigstens schon mal, wie groß das alles so wird. 1, 2, 3, 4 haben wir es jetzt hoch. Ich würde sagen, 4 lassen wir das auch. Jetzt müssen wir aber erstmal, obwohl hier haben wir noch ganz viel Holz. Also müssen wir doch kein Holz farmen. Wir müssen nur mal Treppen craften. Da. Und dann Treppen craften. Und ein paar mehr Treppen craften. So. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wenn wir die dann verbraucht haben, dann gehen wir halt nochmal Treppen craften. So. Bauen wir hier einfach mal weiter. Damit wir zumindest so erstmal eine Seite fertig haben. So, na, so. Upsala, so nicht. Aber so, ich kann mich jetzt, irgendwie fällt mir das gerade wieder ein. Ich kann mich jetzt gerade voll gut an die Zeiten erinnern, wo man hier die Treppenstufen und diese Slabs und das noch alles mit der Spitzhacke abbauen musste. Das war irgendwie noch voll, ist irgendwie voll lang her, ey. Aber das war irgendwie auch noch ganz lustig. Weil da war Minecraft noch ganz jung. War zwar irgendwie schon so halbwegs wie jetzt, aber halt recht jung. Darüber könnte ich ja auch mal reden. Es gibt viele Leute, die sagen irgendwie, dass Minecraft viel zu modern wird, aber gerade das finde ich eigentlich gut. Also, ich meine, ich fände es natürlich auch ganz immer noch nett, wenn die jetzt sagen würden, nee, wir bleiben jetzt einfach auf dem Stand, fixen einfach ein paar Bugs, programmieren das dann eventuell nochmal auf einer gescheiten Engine und dann läuft die Kiste so, wie sie jetzt ist und da wird jetzt nichts verbessert, beziehungsweise keine neuen Sachen eingefügt, aber dann wäre es ja nicht Minecraft. Ich meine, Minecraft besteht ja daraus, dass man, dass jetzt Leute selber hingehen können und eigentlich programmieren können, was sie wollen. Und dass sich das halt immer weiterentwickelt. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck. Die ganze Zeit durchlabern ist ein bisschen anstrengend. Und das nehmen wir wieder mit. Ja, es gibt zwar, also gerade weil das so auf einer schlechten Engine programmiert ist, also so auf, oh scheiße. Gerade weil das mit Java programmiert ist, können halt jetzt eigentlich alle Leute, jeder der so ein bisschen Java-Kenntnis hat, kann jetzt hingehen und eigene Plugins und sowas programmieren. Und das ist halt der Grund, warum es so Server wie Hive gibt. Und dass das jetzt alles erweitert wird, finde ich auch ganz geil, weil gerade dadurch, dass das jetzt alles erweitert wird, hat man jetzt viel mehr Möglichkeiten. Auch im Singleplayer gibt es jetzt schon massig Möglichkeiten, irgendwie, ja keine Ahnung, Animationen zu erstellen oder sowas. Ich weiß nicht, ich glaube von MC Expert oder so war das. Der hat ja mal so ein Self-Building-Haus gemacht, das fand ich ganz geil. Oder, ja halt allgemein diese Set-Block-Befehle und sowas, mit denen kann man so viel machen, beziehungsweise auch mit diesen Test-Vorbefehlen, da kann man ganze Quest-Reihen oder sowas aufbauen. Das ist schon ganz geil. Ich meine, es gibt zwar schon MMOs in Minecraft, aber mit so, ja, mit Dingens hier und so, damit wird das dann halt noch sehr viel spannender. So, ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier vielleicht, ich glaube, das mache ich einfach mal. Nee. Jetzt habe ich nur drüber geredet, dass man die früher mal mit der Spitzhacke abbauen wollte, musste. Da fange ich direkt wieder an, die mit der Spitzhacke abzubauen. Nee, ich wollte eigentlich hier einfach mal so eine Reihe Steine dazwischen ziehen. Mal gucken, wie das so aussieht. Könnte ja passieren, dass das auch mal gut aussieht. Autschen. Könnte ja passieren, dass ich auch mal was Gutes mache. Ja komm, das machen wir einfach so. Sieht ja vielleicht dann hinterher ganz gut aus. Man weiß es nicht. Ich bastel jetzt einfach so ein bisschen an dem Haus rum und teste da ein bisschen aus. Wenn es nicht gut aussieht, dann reißen wir es wieder ab.
Ihr könnt das Haus natürlich gerne auch im Singleplayer nachbauen oder so, oder keine Ahnung, ihr könnt mir auch gerne Welten schicken oder sowas mit Vorschlägen, was ich mal bauen könnte. Weil, ja, je mehr Vorschläge ich habe und je mehr, ja, Kommentare überhaupt kommen, desto mehr kann ich natürlich auch bauen. Ganz einfach, so sieht's aus. Ist einfach so. Wenn ich jetzt keine Vorschläge kriege, beziehungsweise wenn ich jetzt keine Kommentare kriege, dann wird das Ganze ein bisschen langweilig. Deswegen sage ich auch immer, Kommentare schreiben, damit ich über Themen reden kann. Weil das ist natürlich auch ganz schön. Nur ich weiß natürlich nie, über welche Themen ich reden soll. Und ich fände es jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen doof, wenn ich jetzt zu anderen Let's Playern gehen würde und da einfach Themen klauen würde und über die reden würde. Weil dann heißt es wieder, du guckst ja nur bei dem Let's Player ab und du machst ja genau das gleiche wie der und der. Und da stehe ich halt nicht so drauf. Ich mache halt gerne was Eigenes. Und ich gehe auch gerne auf die Leute ein, die mir halt Kommentare schreiben. Also, immer schön Kommentare schreiben. Dann irgendwann, ja, wenn ihr jetzt hier so schöne Fragen schreibt, die ich auch gut beantworten kann, dann kommt ihr auch mal hier in so eine Folge rein. So. Tada. Und jetzt mal gucken, wie wir das Dach so fertig machen. Weil, ich weiß ja nicht, wie das jetzt aussieht, wenn wir das jetzt einfach so hier oben drauf klatschen und dann gut ist. Keine Ahnung, ob das so gut aussieht. Hupsala. Das ist immer hier beim Dächerbau ein bisschen kacke, dass da immer so Stufen wieder hoch und runter geht. Das mag ich irgendwie nicht so ganz. Aber egal. So. Machen wir das einfach zu. Übrigens, wie gesagt, hier das mit dem Welten schicken, das meinte ich jetzt eigentlich ernst. Nur falls das jetzt irgendwer nicht so ganz verstanden hat. Ihr könnt wirklich gerne Welten schicken oder sowas. Ich werde dann nicht die Sachen einfach hier in die Welt reinkopieren. Könnte ich zwar auch machen, aber mache ich nicht. Sondern ich werde mir dann die Welten eventuell angucken. Mal gucken, was ihr da so Schönes gebaut habt. Und das dann vielleicht nachbauen, beziehungsweise ein bisschen eigene Versionen davon bauen und sowas. Nur, einfach irgendwas hinbauen, das ist irgendwie auch recht sinnfrei. Dann, ja, kommt wieder sowas bei raus, ne? Dann baue ich einfach, weil ich keinen Plan habe, hier das Haus. So. Übrigens könnte ich das hier, das automatische Auffüllen, auch mal wieder anstellen. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal ausgestellt, weil das die ganze Zeit rumgebackt hat. Ich wusste zwar jetzt nie, also ich weiß bis jetzt nicht, ob das überhaupt an dem automatischen Auffüllen lag, dass das so rumgebackt hat. Was ich jetzt meine ist, zum Beispiel, oh Scheiße. Wie ich es meine, ist zum Beispiel bei Hide and Seek oder sowas. Wenn man da jetzt dieses Buch gekauft hat, dass man angezeigt bekommt, welche Blöcke noch leben. Ne? Wenn ich das dann aufrufe, beziehungsweise wenn ich dann zum Seeker werde, dann, da war es jetzt vor kurzem mal so verbuggt, dass es da einfach ja irgendwie die ganzen Blöcke umsortiert hat, einfach aus Langeweile. Und ja, dann wusste ich halt gar nichts mehr. Dann hat mir das überhaupt nicht geholfen, weil dann nämlich da ja mein Schwert auf einmal auch weg war, weggebackt und so. Und ich glaube halt, dass das an Inventory Trigger lag. Und seitdem ich das halt nicht mehr drin habe, ist das nicht mehr so. Deswegen mal gucken, ob das jetzt weiterhin so bleibt oder mal gucken, ob das jetzt wieder anfängt, wenn ich das jetzt angestellt habe. Ich hoffe es ja mal nicht, sonst muss ich das nämlich rausmachen. Weil so ein verbuggtes Minecraft mag ich nicht. Ich meine, das ist man zwar gewöhnt von Minecraft, weil Minecraft immer verbuggt ist. Ja, das war schon immer verbuggt und das wird auch immer verbuggt bleiben. Allein schon, weil es auf Java programmiert ist. Aber muss ja nicht sein. Solche Bugs kann man ja selber beheben. So, was machen wir denn jetzt mal? Ich glaube, ich gehe mal hier hin und crafte Hammer. Machen wir da einfach einen Steinboden rein, oder? Rein theoretisch könnten wir da auch einen Holzboden reinmachen. Warte mal. Gucken wir doch mal, wie das aussieht, wenn wir da einen Holzboden reinmachen. Weil ich glaube, so ein Holzboden wirkt hier noch ein bisschen besser. Sieht noch ein bisschen schöner aus irgendwie. Dann brauchen wir zwar noch mehr Holz, aber wir haben einen Holzboden. Nur dann, wenn wir das jetzt mit den Slabs machen, dann können wir natürlich in die obere Etage nichts mehr reinstellen. Da müssen wir dann überlegen, was wir hier oben so einrichten. Oder ob wir das Haus einfach nur bauen, damit es von außen gut aussieht. Weil irgendwie macht das niemand gerne, so einrichten und sowas. Genauso wenig wie Dächer bauen, macht auch niemand gerne. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich musste nämlich schon viele Dächer bauen und viele Häuser einrichten auf QBuild, nur weil die anderen Leute da zu faul waren.
Also ich meine jetzt hier von Admins her. Für User baue ich keine Häuser. Die User, die können sich gerne selber ihre Häuser bauen. Deswegen kommen sie hier auf den Server.